Oh. Oh, Leute, das ist schön. Ich bin gerade sehr glücklich darüber. Ja. Drücke eine beliebige Taste. Ja, selbst das ist für mich gerade ein wenig zu schwierig. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist so schlimm. Holleröh, Leute. Alles gut bei euch. Ihr guckt gerade. Alex, Elex, Elek, Elekisse. Kein Mensch, wie man das ausspricht, ne? Elex. Oh, das ist mir zu international. Das Spiel kommt aus Deutschland. Alex. Nee, das klingt so ein bisschen zu viel nach Ruhrpott, ne? Aber es ist ja im Endeffekt beides. Es ist international und Ruhrpott und deswegen bin ich ja froh, dass wir das machen können. Piranha Bytes sind fast schon mein Lieblingsentwicklerstudio, die sehr viel richtig, aber auch sehr viel falsch machen. Und ich hoffe mal, man kann mich ob der geilen Musik hier noch hören. Das mit der Soundabstimmung müssen wir alles noch machen. Aber wenn ihr euch dazu entschieden habt, hier weiterzuschauen, dann werde ich euch ganz bestimmt nicht enttäuschen, denn ich bin gerade sehr gehypt auf das Spiel. Als letzter in ganz Deutschland darf ich auch nochmal ran. Das Ding war, ich wollte es eigentlich gestern schon haben, hab's mir vorbestellt. Ich wollte es nämlich direkt im Regal stehen haben und ich Esel habe das auch noch per Amazon bestellt. Ne? Das ist ja normalerweise nicht mein Fall. Ich kaufe ja immer lokal und unterstütze immer alle Läden, die es hier so gibt. Aber habe ich diesmal nicht, ne? Und was war meine Belohnung? Obwohl so viele Vollassis hier im Haus den ganzen Tag zu Hause sind, ne? Kommt der Postbote nicht auf die Idee, irgendwo anders so zu klingeln. Nein, direkt Zettel im Briefkasten und ich konnte es erst einen Tag später holen. Yo, jetzt habe ich aber am Donnerstag noch eine Klausur geschrieben. Schön. Also eine Eingangsklausur für eine Übersetzungsübung. Auch schön, ne? Macht super von viel Spaß. Ist alles gut in meinem Leben, ne? Und jetzt brauchen wir Ablenkung. Das Spiel speichert deinen Fortschritt automatisch. Bitte das System nicht ausschalten. Bewege. Was denn? Ach, das. Bis das Logo gerade noch sichtbar ist. Ja, das, dann wäre es ja theoretisch so. Aber das ist ja, das ist nicht wirklich sichtbar. Komm, Kinder. Scheißen wir mal auf 13% Immersion und machen, dass wir das zumindest im Dunkeln auch noch was sehen können. So, ich werde jetzt euch noch ein bisschen mit Optionen nerven, denn ich muss die Gesamtlautstärke etwas runterstellen. Und was ich auch unbedingt machen möchte. Backspace. Das ist Backspace. Ich wusste gerade nicht, was Backspace ist, ne? Soweit ist das schon. Wir müssen Untertitel anmachen. Das ist ganz wichtig. Bevor das nicht an ist, kann ich hier gar nichts machen. So. Jetzt könnt ihr auch alles lesen und hören und mitgucken und mitlesen gleichzeitig. Falls irgendjemand nuschelt oder ich wieder was darüber laber, dann ist das für euch alles so ein bisschen angenehmer. Dieses Spiel wird wahrscheinlich 700.000 Parts haben und ich mach's gleichzeitig mit Risen 3, weil ich die Kontrolle über mein Leben verloren habe. Aber ist okay, los geht's. Normal, ne? Der Planet Magalan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degeneration der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor.
Oh ja, ist schön. Ist wunderschön. Breaker, Breaker 1-9, ich sprich Gold, ich schwingel Ende. Oh, Scheiße. Tja, das Leben ist manchmal hart und ungerecht, ne? Ich möchte mich übrigens im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich jetzt hier nicht auf vollkommener Grafikpolitur spiele. Aber komm, wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben. Erfüllst du also deinen Auftrag? Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Ja, guten Morgen, willkommen auf. Ich habe mir den Namen dieses Ortes nicht gemerkt, aber es ist so schön. Und ich finde diese Wortschätze, die die uns hier entgegenwerfen, auch sehr, sehr erquickend. Da muss man so ein bisschen auch wieder seinen Kopf anstellen. Das Ruhrgebiet ist nicht nur voller Pommesbuden, Dönerbuden und Bier und Assis. Auch sehr viel, aber nicht nur. Und hier haben wir ein Gegenbeispiel. Okay, wir können uns hier bewegen, das ist schön. Nochmal, wie gesagt, Entschuldigung. Also es müsste bei jemandem, der wirklich Geld für einen PC hat, und damit meine ich mehr als 2000 Euro, sieht das bestimmt aus wie Gottes Antlitz. Aber bei mir ist halt nur Gabriel angesagt. Ist auch schön, ne? Da hat sich Maria auch drüber gefreut. Aber vielleicht freut ihr euch ja auch. Süß. Wir nehmen einfach mal diese Sachen hier mit, ne? Die blauen Blumen hier bitte auch, weil Kornblumenblau zu sein ist ja auch nicht immer so verkehrt. Ich muss hier definitiv nochmal. Das tut mir jetzt leid. Ich mache das jetzt alles so live. Mir rollt wahrscheinlich gerade, weil ich das alles so live mache. Tastatur und Maus. Jetzt gib mir einfach mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit hier. Zack. Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Ach was, du bist auch so erledigt. Du wirst von mir gespielt. Denk dran. Geh mal davon aus, dass du ganz oft in irgendwelche komischen Pfützen rein kletterst und stirbst und was ich halt. Also das Springen aus dem Stand-Game bei ihm ist auch sehr stark. Achtung! Aber ich glaube, mehr schaffe ich auch nicht. Obwohl, wenn man so richtig in die Hocke geht und sich voll wegprescht, dann schaffe ich auch schon mal so einen Son Goku-Sprung. Es geht. Will ich mich auch irgendwie ducken oder so? Dazwischendurch? Das sieht auch malerisch aus. Ach so, zweimal in eine Richtung ist. Ah! Was habe ich auf der 1? Ich habe noch eine Waffe. Das tut mir nicht so. Das ist zwar ein Rohr, aber es. Okay.
Halt, ich sehe jetzt gerade. Warte. Aha. Da ist mit Combo. Ist okay. Was auf zwei? Ach, ein Heiltrank. Gut, dass ich den jetzt direkt weggesoffen habe. Ist natürlich klasse. Ich fühle mich. Scheiße. Also, wenn das jetzt mein Spiel wäre und ich das für mich selber machen würde, würde ich jetzt direkt nochmal alles neu. Ich würde wahrscheinlich mir selber nochmal das Intro angucken oder vielleicht währenddessen auf Pipi gehen und dann gleich einfach nochmal. Nur weil ich jetzt diesen blöden Heiltrank hier einfach zwischengezwitschert habe. Aber ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Wir schauen es trotzdem irgendwie. Okay, jetzt Tutorial. So klettert man. Krasser Scheiß. Habe ich da alles mitgenommen? Nö, da wäre bestimmt noch irgendwas gewesen. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Kräfte schwinden und ich. Was ist das? Emotionen? Ah, das ist der Elex-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trocknen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Tja, Chef, da muss er wohl jetzt ohne Energy Drink hier ein bisschen rein, ne? Das ist auch nicht schlecht. So, ich mach das jetzt nochmal hoch, aber diese Musiklautstärke, die können wir gerne mal runterdrehen. Ich meine, es ist auch schön, ein bisschen Musik zu haben. Macht uns alle auch ein bisschen glücklicher, aber nicht unbedingt. So, hier ist gerade ein dicker Hamster, der macht hier gerade Stress. Na gut, ich muss gleich die Minerva wieder rauslassen. Das muss. Quickslot benutzen. Ach, guck mal, da kommt eine Wurst an. Bam! Mit genug Ausdauer kannst du leichte und schwere E-Angriffe miteinander kombinieren. Je länger diese Combo ist, desto mehr Schaden verursachst du. Das heißt, wenn ich hier über diesen Strich komme, dann geht's ab, oder was? Oh, warte. Warte mal, was ist denn Q? Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Digga. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. Digga, ich wollte jetzt gerade voll dem Möhre diese Ratte wegknacken und du sprichst mir erstmal ins Wort. Meine Haut. Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Ist auch eine Folge meines Elex-Entzugs. Ja, dann nimm dir erstmal das hier. Eine meiner Crony-Einheiten, O3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Was ist denn Crony? Cooler Roboter ohne neue Y, keine Ahnung. Yards. Ohne neue Yards. Hey, Crony. Ja, genau. Eine kleine Drecksratte mit einem Kombo-Schlag weg. Zwiebeln. Ist okay. Ja, das sieht doch gut aus. Vielleicht kommt hier jemand. Macht Stress. Hier, nehmen wir mal die Zange noch mit. Die Zange da, die ist gut. Die brauchst du. Auf deinem Abenteuer ist es wichtig, dass du eine Zange dabei hast. Wein. Oh ja. Jetzt schon Spiel durchgespielt. Ja, oh genau. Ich wollte es dir gerade vorschlagen. Kletter da oben drauf. Den Aschenbecher, den nimmst du da auch noch mit. Ist das ein Krug, den ich mitnehmen kann? Ich will jetzt hier nichts unversucht lassen, ne? Ich weiß, das ist Quatsch, aber das ist mir egal. Leute, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass für alles, was wir hier machen, ich länger brauche als alle anderen. Also das ist normal. Wenn alle anderen Let's Player jetzt schon den Endgegner gelegt haben, vermutlich gibt es sogar schon einige, die es gemacht haben. Verrottete Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Da bin ich noch auf Alpha. So, hier ist ein V. V ist kranke Pestratte. Warum wird mir die denn jetzt noch angezeigt? War das so ein einschneidendes Erlebnis für dich, dass du das direkt auf der Karte markieren musstest? Habe neben riesigem Dixie-Klo eine kranke Pestratte erledigt. Oma ist informiert. Bring die Kinder mit. Wir machen schön Fotos nächste Woche. Warum? Das ist nicht. Das ist doch die Mana. Oh, dann heißt sie auch noch Mana-Pflanze, ne? Ich glaube es nicht. Die kann auch nicht Corioliskraut heißen oder so. Nee. Da muss jeder sofort wissen. Das ist für Spieler von heutzutage. Die müssen wissen, was hier los ist. Aber es ist okay. Das ist okay. Die können jetzt nicht mehr Unterschriften lesen. Das ist in Ordnung. Vielleicht ist da jemand drin. Ich hol den mal raus. Hey du! Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. Ja! Genau du bist gemein. Oh ja.
Die nerven mich hier mit so einem Ausrufezeichen. Aber ihr wisst doch, solche Sachen interessieren mich nie. Laufen wir mal hier. Es gibt so viele Sachen jetzt hier schon. Nicht geradlinig, sondern direkt überall was zu entdecken. Finde ich gut. Weckt natürlich bei mir auch wieder den Panikgeist, der auch so oft bei mir schreit. Als wäre er gebraten worden, direkt. Ich darf ja auch nichts verpassen, ne? So, was haben wir denn? Ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Also, hier war die kranke Pest gerade. Da kommen wir doch her, ne? Das ist der Wasserfall von oben. Das heißt, wir laufen jetzt hier wieder zurück. Und es ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier wieder sind. Denn wir haben hier definitiv was verloren. Jungs! Seid ihr da? Oh, guck mal. Ist das ein Scavenger? Aber um einen Angriff abzuwehren, kannst du parieren, rechts, oder ausweichen, zweimal. Du kannst... Häufig kannst du einen Angriff oder auch durch eine eigene Attacke unterbrechen. Ja, das ist mein Ziel. Einfach drauf. Deine Gesundheit ist gesunken. Benutze Heiltränke, um Gesundheit wieder zurückzubekommen. Nächstes beim Trinken unterbrochen, wird die Heilung auch unterbrochen. Das war früher schöner. Ja, so. Jetzt müssen wir hier weg. Ich habe Angst vor diesen Vögelchen. Dieses gerupfte Huhn hier. Oh. Das mit dem Komboschlag verstehe ich jetzt noch nicht so. Aber ich werde es noch verstehen, glaub mal. Dass da unten immer cool leuchtet, ist auch eine schöne Information für so arme Leute wie mich. Aber diese Information habe ich bisher noch nicht wirklich verarbeiten können. Das tut mir auch ein bisschen leid. Elex! Oh ja! Ich habe eine halbe Sekunde nur gefreut, dass das eine Knarre ist, aber ist okay. Elex ist auch in Ordnung. Amulett des Abenteurers und kleiner Heiltrank. Oh ja, das fängt doch schon gut an. Jetzt schon voll ausgerüstet für alles. Ja, das soll jetzt erstmal jemand verstehen, ne? Also, Magie. Nee. Munition, nee, nee. Gewehre. Das ist kein Gewehr, das ist ein Bogen. Schwer. Ja, ich weiß. Tut mir leid, liebes linguistisches. Da, genau hin. Zweihändig. Sag ich auch immer. Was ist denn jetzt mit dem... Ach da, Rüstung. Guck mal. Den hätte ich gerne am Körper. Ach so, in den Nacken. Der hängt sich in den Nacken. Schlösser knacken plus 1 und Rüstung plus 5 und kostet 400... Sieht aus wie so Hühnerknochen, ne? Die man immer so zerbricht. Zu zweit. Und dann guckt des Flanders. Okay, Eingabe anlegen. Hat er das jetzt? Hat er das jetzt? Ja. Es leuchtet ein wenig. Ihr müsst wissen, Kinder, ich bin ein großer Freund von Türkis auch, ne? Also das ist schon mal nicht schlecht. Okay, das muss ich jetzt erstmal noch gucken. Erste Folge. Ja. Das finde ich schön. Nicht lange schnacken, sondern direkt zack und dann wumms. Oh ja. Auch nicht lange spannen müssen, sondern einfach direkt auf Anschlag haben. Der Typ hat halt Bizeps, ne? Dann geht das. Wenn man so ein bisschen in der Arme hat, dann geht das auch. Dann geht das. Dann geht alles hier den Bach runter. Vor allem mit mir. Das ist aber schön. Obwohl das alles relativ frei ist, will das Spiel trotzdem, dass wir hier in gewisse Richtungen laufen. Ist okay. Ist auch nicht wie bei Gothic 1, dass du hier direkt einen Goblin getroffen hast, der dir erstmal richtig schön das Schnitzel aus dem Bauch paniert. Ja. Der hat hier alles weggerissen dann, ne? 5 Heiltränke dafür gebraucht, das ist okay. Jetzt klettern wir auf den Verteilerkasten. Gehen wieder runter, weil wir gesehen haben, ist eine blöde Idee. Gut. War hier gerade noch was? Nö. Deswegen würde ich sagen, ich freue mich, dass ihr bis hierher zugesehen habt. Und es ist mir eine Ehre, dieses Spiel für euch spielen zu können. Und es ist mir eine noch größere Ehre, dass ihr sogar zuguckt. Ha, viel, viel besser. Ich danke euch fürs Zusehen. So was von. Macht euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr dieses Video positiv bewertet, dann fühlt euch alle mal ganz dick von mir umarmt. Es sei denn, ihr findet es doof, dann könnt ihr auch, weiß ich nicht, so ein awkwardes Winken euch vorstellen. Ist auch nicht schlecht. Ne? Also dann viel Spaß bei was auch immer ihr heute auch noch vorhabt. Viel Erfolg bei was auch immer ihr heute noch vorhabt. Und... falscher Knopf. Was macht der da? Wir sehen uns morgen. Das sieht auch so ein bisschen...
Der ist nicht böse, ne? Der sieht nicht so böse aus. Irgendwie, der hat so freundliche Augen. Das ist die Menschlichkeit. Ha!